Und zwar freuen wir uns, Herrn Professor Erhorn heute nicht nur als in seiner Funktion als Vorstand vom NIFBE hier zu haben, sondern auch als Wissenschaftler begrüßen zu dürfen. Herr Erhorn, sind Sie schon da? Ja, ich bin da. Super, sehr schön. Herr Erhorn leitet den Arbeitsbereich Sport und Erziehung an der Universität Osnabrück, Institut für Sport- und Bewegungswissenschaften. Darüber hinaus, haben Sie eben gehört, wir haben ihn schon heute Morgen kennengelernt, ist er Vorstandsvorsitzender beim NIFBE sowie auch Vorstandsmitglied im Center for Early Childhood Development and Education Research. Seine Forschungsschwerpunkte sind empirische Unterrichtsforschung und Lehrkräfteprofessionalisierung. Aber weswegen wir ihn heute hier haben, sind seine Forschungsschwerpunkte Professionalisierung von frühpädagogischen Fachkräften, Inklusion und Umgang mit Heterogenität und Bewegung, Spiel und Sport von Kindern und Jugendlichen in der Stadt. Und sein Titel heute lautet Qualität und Qualitätsentwicklung in Kindertageseinrichtungen. Und wir geben das Wort an Sie, Herr Erhorn. Vielen Dank, dass Sie heute dabei sind. Ja, vielen Dank, Frau Selig, für die nette Vorstellung. Meine Kompetenz liegt offensichtlich nicht in dem Bereich, mich hier freizuschalten. Sehen Sie meine Präsentation oder habe ich Ja, Ihnen gerade, ja? Sie teilen, ja, wir sehen die erste Folie. Sehr schön, denn ich habe sie eben nicht gesehen, aber dann ist alles wunderbar, dann sind wir im grünen Bereich. Ja, wie bereits gesagt, möchte ich gerne heute über das Thema Qualität und Qualitätsentwicklung in Kindertageseinrichtungen referieren und versuche da an der einen oder anderen Stelle den Bezug zur Begabungsförderung herzustellen. Anders ist, dass wahrscheinlich bei uns breite Einigkeit besteht, dass wir alle Kindertageseinrichtungen von hoher Qualität haben wollen und uns diese wünschen. Wenn es allerdings zu der Frage kommt, was denn eigentlich unter Qualität verstanden wird, wie wir denn auf Qualitätskriterien kommen und wie Qualität entwickelt werden kann, so dann merkt man, dass es dann doch nicht, die Einigkeit sich dann ein wenig auflöst und es dann doch ein wenig verwickelt wird. Und das ist der Grund, warum ich mich da heute mal ein wenig mit beschäftigen möchte und dann über die Frage, wie man denn Qualität betrachten kann, was möglicherweise wichtige Einflussfaktoren auf oder Merkmale von Qualität und Einflussfaktoren auf Qualität sind. Dazu möchte ich dann übergehen und versuchen, Ansatzpunkte für die Weiterentwicklung von Qualität aufzuzeigen und da auch auf möglicherweise auch für den Bereich der Begabungsförderung hilfreiche Verfahren zu sprechen zu kommen, wie denn diese Weiterentwicklung passieren kann. Es wäre sehr merkwürdig, wenn es nicht Verfahren wären, die schon in dem Projektkontext einigermaßen angelegt sind, denn sonst könnte man mir ja vorwerfen, dass ich sozusagen in dem an dem Prozess, an dem ich an Teilen auch teilgehabt habe, ja in der Lage gewesen wäre, dort einzuwirken. Also nicht wundern, dass da natürlich die ein oder andere Schnittmenge besteht. Gut, schauen wir uns den Diskurs zur Qualität im Bereich der Frühpädagogik an. So wird doch schnell deutlich, dass dort kontroverse Positionen bezogen werden. Die kann man mit Schelle und anderen in drei Hauptstränge sozusagen unterscheiden. Das wäre zum einen mal die relativistische Position. Die vertritt die Position, dass Normen für die Bewertung von Qualität nicht fraglos gegeben sind, sondern stets im Auge des Betrachters liegen und daher zum Gegenstand eines Diskurses gemacht werden müssen. Und häufig wird dann auch gefordert, dass dieser Diskurs zwischen Akteuren vor Ort und aus unterschiedlichen Professionen von verschiedenen Stakeholdern sozusagen abgesandt sein müssten, damit dann nicht sozusagen Top-Down-Qualitätskriterien gesetzt werden, sondern sie im Diskurs vor Ort verhandelt werden. Das ist sozusagen Kern der relativistischen Position. Dann haben wir eine relationale Position. Die macht den Aspekt stark, dass sich Qualität letztlich nur in einer konkreten Situation und einem spezifischen Kontext zeigt. Das heißt, darüber hinausgehende Verallgemeinerungen oder Pauschalisierungen sind problematisch, beziehungsweise es gibt sogar einzelne Autorinnen und Autoren, die behaupten, dass es dann auch gar nicht möglich sei. Das ist sozusagen der Punkt der relationalen Position. Und dann sehr verbreitet und auch sehr prominent die strukturell-prozessuale Position. Die geht davon aus, dass es möglich ist, theoriegeleitet und auf der Basis des aktuellen Forschungsstandes messbare Qualitätskriterien herauszuarbeiten, die dann in einem nachweisbaren Zusammenhang mit Lern-, Bildungs- und Entwicklungsoutcomes stehen. Und der Vorteil ist, dass sie einen Vergleich zwischen den Einrichtungen und die Prüfung von Einflussfaktoren auf die Qualität ermöglichen. Ich habe jetzt mal kurz gekennzeichnet, was diese drei Positionen ausmacht. Ich glaube, man kann keine der drei Positionen von der Hand wischen.
Wir haben alle Aspekte, die beachtenswert sind, und das möchte ich hier noch einmal etwas stärker herausstellen. Die relativistische Position hat die Stärke, dass die Kritik an einer vorstellenden Setzung von Qualitätskriterien oder Auffassung von Qualität natürlich berechtigt ist und auch die Beteiligung von Akteurinnen und Akteuren vor Ort, die dann die Bedingungen beispielsweise der einzelnen Einrichtungen kennen, natürlich gegeben ist und wichtig ist. Ne, das ist eine klare Stärke dieser relativistischen Position. Sie kämpft allerdings mit dem Problem, dass das von ihr benannte Problem auch durch den geforderten Diskurs und auch die Beteiligung von Akteuren vor Ort natürlich nicht gänzlich gelöst wird. Qualität bleibt immer sozusagen ein relativistisches Konzept. Man kann sie in Frage stellen, man kann sie anders sehen. Das wird nicht komplett gelöst. Das ist sozusagen die Schwäche dieser Position, die sie dann auch weiterhin mit sich herumträgt. Bei der relationalen Position haben wir den berechtigten Hinweis auf die Situations- und Kontextgebundenheit von Qualität. Ja, die ein und dieselbe Handlungsweise kann in unterschiedlichen Situationen oder unter unterschiedlichen Kontextbedingungen in einem Fall sehr angemessen sein, in einem anderen Fall vielleicht nicht. Das darauf hinzuweisen, ist natürlich die klare Stärke dieser Position und es ist sicherlich auch nicht von der Hand zu weisen. Das Problem liegt dann darin, dass wenn man sozusagen immer nur einzelfallbezogen, situations- und kontextgebunden argumentiert, es nicht möglich ist, einen einrichtungsbezogenen Vergleich vorzunehmen, beziehungsweise es ist nur schwer möglich, eingeschränkt möglich. Das ist dann wiederum die Schwäche. Und drittens die Stärke der prozessual-strukturellen Position ist, dass sie natürlich stark theoriegeleitet und forschungsstandgeleitet vorgeht und dann anhand der Kriterien, die sie herausgearbeitet haben, die auch operationalisiert und messbar sind, einen Vergleich zwischen Einrichtungen möglich macht oder meinetwegen auch Gruppen in Einrichtungen und die Prüfung von Einflussfaktoren. Das ist sicherlich die Stärke. Das Problem an der Stelle ist, dass natürlich die gemessenen Kriterien auch wiederum abhängig von gesetzten Normen sind, die nicht letztbegründbar sind. Das heißt, die können auch immer in Frage gestellt werden und es ist auch immer wieder nötig zu gucken, was wurde denn eigentlich gemessen? Und was steht dahinter für ein Verständnis von Qualität? Das gilt es stets sozusagen kritisch mitzureflektieren. Das ist sozusagen die eine Problematik. Und das zweite ist die Problematik, den Situations- und Kontextbezug zu wahren. Weil man ja doch mit verallgemeinerten Kriterien arbeitet, die dann sozusagen sehr grob als Raster über eine sehr komplexe Kita-Praxis gezogen werden. Das ist durchaus ein Problem. Einige Verfahren, wie beispielsweise das Classroom Assessment Scoring System, versuchen dem ein bisschen zu begegnen, indem sie selbst bei dem Rating einen hohen interpretativen Anteil sozusagen den Ratern überlassen, was dann wiederum methodologisch kritisiert wird, aber was sozusagen dann den Versuch eigentlich darstellt, diesen Situations- und Kontextbezug auch in einem standardisierten Verfahren stärker umzusetzen. Um vielleicht ein wenig das zu illustrieren, was sozusagen mit diesem Zugang hier, der natürlich, wie ich schon sagte, einige Problematiken mit sich trägt und auch Schwächen hat, möglich ist, möchte ich kurz auf die Nubeck-Studie eingehen. Dabei handelt es sich um eine für Deutschland repräsentative Studie zur Qualität in der Kindertageseinrichtung. Das Schöne an dieser Studie ist unter anderem, dass auch das NIFBE über das Team von Heidi Keller daran beteiligt war und sie stellt auch immer noch eine der größten und bedeutendsten Studien in diesem Bereich der letzten 20 Jahre sicherlich da. 10 Jahre ist sie inzwischen schon alt. Die Studie basiert auf einem relativ einfachen Modell von Qualität bzw. Qualitätsentwicklung, was Sie hier abgebildet sehen und die drei Komponenten Input, Output und Outcomes umfasst. Auf der Ebene des Inputs wird zwischen einer Orientierungsqualität, das sind beispielsweise Auffassungen von gutem und richtigen Handeln, bestimmte Überzeugungen in der Kita, im Team, aber auch auf der Ebene der einzelnen Fachkraft gemeint. Dann haben wir die Ebene der Strukturqualität, das ist sozusagen die Hardware, wenn man so möchte, der Einrichtung, das heißt die Gruppengröße, die Raumausstattung, den Personalschlüssel und so weiter. Das wird sozusagen als Einflussfaktor, den sozusagen den Input bildet, der dann wiederum Qualität begründen kann, und zwar auf der Ebene des Outputs. Da haben wir dann die zweite Spalte, dominant vertreten durch die Prozessqualität und in dieser Fassung des Modells ergänzt um die Qualität des Familienbezuges. Zunächst hat das Modell diesen Bereich nicht umfasst. Die Prozessqualität ist dadurch gekennzeichnet, dass sie mehr oder weniger die direkte Interaktion
mit dem Kind dominant ins Zentrum der Betrachtung stellt. Das heißt, sozusagen die Aspekte der Qualität, die nicht nur den Rahmen bilden, sondern die dem Kind direkt sozusagen in der Einrichtung begegnen, die werden unter der Prozessqualität gefasst. Und die Annahme ist, dass eine durch einen Input auf der Ebene von Orientierungs- und Strukturqualität begründete Prozessqualität am Ende auf der Ebene der Bildungsoutcomes förderliche Auswirkungen hat. Und hier haben wir dann wieder die Setzung, was im Rahmen der Nubeck-Studie sozusagen Qualität bedeutet, nämlich die kindliche Bildung und Entwicklung operationalisiert über die Bereiche Sprache, Kognition, sozial-emotionale und motorische Entwicklung sowie die Alltagsfertigkeiten. Die Bereiche der Familie sind sozusagen ebenfalls auf der Ebene der Outcomes, weil ich bereits sagte, das wurde erweitert, das Modell. Da haben wir dann die Elternzufriedenheit, die Möglichkeiten der Erwerbstätigkeit und die sozioökonomische Situation, die sich auch verbessern soll durch eine Verbesserung der Rahmenbedingungen, die eine Verbesserung des Familienbezuges dann nach sich ziehen. So, jetzt habe ich das Grundmodell versucht zu erläutern. Und nun versuche ich einmal zu zeigen, was denn eigentlich Interessantes aus solchen Studien herauskommen kann, wie jetzt beispielsweise der Nubeck-Studie. Ich habe jetzt hier nur zwei Qualitätsbereiche herausgegriffen, der Prozessqualität oder die Prozessqualität in Kindergartengruppen, gemessen mit zwei unterschiedlichen Instrumenten. Einmal dem Instrument CAS-RZ, was sozusagen die allgemeine Prozessqualität misst und dabei bestimmte Bereiche berücksichtigt. Ich kann sie kurz nennen, das sind Platz und Ausstattung, Pflege und Routinen, sprachliche und kognitive Anregung, Aktivitäten, Interaktion, Strukturierung der pädagogischen Arbeit, Eltern und pädagogische Fachkräfte sowie Übergänge. Ja? Die werden mit einem relativ aufwendigen Rating-System über geschulte Raterinnen und Rater bewertet. Und Ergebnis der repräsentativen Studie über fast 600 Einrichtungen haben teilgenommen, war eigentlich ein relativ beruhigendes. Zwar sind nur 7% der Einrichtungen oder nicht der Einrichtung, sondern der Kindergartengruppen in dem Bereich der guten Qualität zu verorten. Ja? Aber immerhin haben wir sozusagen ein solides Mittelfeld, nämlich 83% der Kindergartengruppen befinden sich im Bereich mittlerer Qualität auf der Ebene der allgemeinen Prozessqualität. Und nur 10%, in Anführungszeichen nur, weil natürlich auch 10% unzureichende Qualität im Bereich der Prozessqualität schon unerfreulich sind, sozusagen fallen in diesen unteren Bereich. Das heißt, hier kann man im Prinzip im Bereich der allgemeinen Prozessqualität von einer mittleren Qualitätsausprägung in den untersuchten Einrichtungen sprechen. Und da die Studie repräsentativ ist, kann man mit etwas Mut sagen, dass sozusagen deutschlandweit im Bereich der Prozessqualität eine mittlere Ausprägung vorzufinden ist, was sich ungefähr auch mit internationalen Studienergebnissen deckt. Der zweite Bereich, der auch vor dem Hintergrund der Bewerbungsförderung, glaube ich, relevanter ist und der ebenfalls mit erhoben wurde in dieser Nubeck-Studie, ist der spezifischen Prozessqualität mit Blick auf das bereichsbezogene Lernen. Erhoben durch die Zusatzskala CAS-E. Und die hat folgende Bereiche umfasst: Lesen, Mathematik, Naturwissenschaft, Umwelt und individuelle Förderung. Ja, und gerade individuelle Förderung ist natürlich, glaube ich, für Begabtenförderung sehr, sehr wichtig. Und natürlich auch die Domänen, in denen beispielsweise die Begabung sich möglicherweise ausprägt und die Förderung notwendig wird, die sind hier im Prinzip auch erfasst. Und hier sehen wir im Prinzip den problematischen Befund. 2,6% der Einrichtungen sind nur auf der Ebene guter Qualität zu verorten, was sehr wenig ist in meinen Augen. 34,4% sind mehr oder weniger im soliden Mittelfeld und 63% der untersuchten Kindergartengruppen sind sozusagen von unzureichender Qualität. So, und an der Stelle kann man, glaube ich, zwei Sachen benennen. Zum einen, glaube ich, sieht man, dass die Stärke eines solchen Zugangs ist, dass die Steuerungswissen bereitstellt. Das heißt, an der Stelle den deutlichen Hinweis, dass in Kindergartengruppen im Bereich des bereichsbezogenen Lernens oder der bereichsbezogenen Förderung sozusagen Handlungsbedarf besteht. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass praktisch gerade in dem Bereich, der vielleicht für die Begabungsförderung auch eine besondere Relevanz besitzt, sozusagen noch Qualitätsentwicklung notwendig ist. Der zweite Bereich, den solche Studien oder so ein Prozess, strukturell prozessualer Zugang zu Qualität, sozusagen, wo sie Aussagen ermöglichen, sind die Einflussfaktoren. Und die lassen sich aus der Studie
relativ fix zusammenfassen, also die wirklich einen eher stärkeren Einfluss haben. Das ist einmal ein hoher Personal-Kind-Schlüssel, der Einfluss auf die Prozessqualität hat. Dann mehr Vor- und Nachbereitungszeiten in den Einrichtungen, das ist ebenfalls ein Einflussfaktor. Dann differenzierte und fortentwickelnde pädagogische Konzeptionen der Einrichtungen ist sozusagen auch etwas, was in einem direkten Zusammenhang zur Prozessqualität steht. Und die geringe Betonung des Erziehungsziels Gehorsam. Wenn ich einmal ein Zwischenfazit ziehen darf an der Stelle. Die Befunde decken sich weitgehend mit den Ergebnissen internationaler Studien. Das ist vielleicht so das Erste, mit leichten Abweichungen natürlich. Aber so im Grunde zeigt sich hier ein Trend, der sich auch in anderen europäischen Staaten zeigt oder auch international. Dann sind die nachgewiesenen Effekte und die aufgeklärte Varianz eher moderat. Also ungefähr so ja, zwischen 20% und 30%. Das sind, je nachdem, ob es Krippe oder Kita heißt, das ist zwar schon beachtlich, aber es ist doch immer noch ein moderater, ist eine moderate, aufgeklärte Varianz. Und die Frage ist ja, warum ist es so? Die stelle ich mir zumindest. Und ich glaube, eine Hauptursache dafür, dass man sozusagen nur moderat Varianz aufklären kann, ist, dass man sich bei diesem Modell hier auf die Überprüfung sogenannter distaler Einflussvariablen beschränkt. Das heißt, es sind Variablen wie der Personal-Kind-Schlüssel oder aber die Gruppengröße und so weiter, die sicherlich relevant sind, aber die ja doch relativ weit von der tatsächlichen Prozessqualität weg sind, also sozusagen nicht unmittelbar wirken. Und ich halte es für wichtig, zukünftig im Rahmen solcher empirischer Bildungsforschung auch proximale Variablen, also Variablen, die ganz nah an der Prozessqualität sind, verstärkt mit zu berücksichtigen. Und das könnten zum Beispiel Facetten professioneller Kompetenz sein. Denn die Überlegung, dass natürlich die Kompetenz der Fachkraft eine starke Auswirkung auf die Prozessqualität der Einrichtung hat, die ist ja hochplausibel. Es wird aber, die Untersuchung dessen wird aber stiefmütterlich behandelt. Höchstens noch auf der Ebene der Einstellung und Orientierung. Aber wenn es dann tatsächlich in Richtung Wissen oder in Richtung Handlungskompetenz geht, dann wird das in solchen Studien nicht mehr berücksichtigt. Und das ist genau mein nächster Punkt. Ich möchte jetzt ganz gerne ein paar Gedanken verlieren über professionelle Kompetenzen von pädagogischen Fachkräften und möchte letztlich argumentieren, dass zu erwarten ist, dass dort sozusagen ein hohes Potenzial schlummert, um die Qualität in den Einrichtungen zu verbessern. Das ist nichts, was sozusagen ich mir genuin jetzt ausdenke. Das ist etwas, was im Fachdiskurs häufiger formuliert wird, aber halt noch nicht hinreichend empirisch nachgewiesen worden ist, weil halt entsprechende Studien noch nicht oder nur in geringer Anzahl vorliegen. Die Annahme begründet sich auch auf Erfahrungen, die man aus dem Schulbereich oder im schulpädagogischen Bereich gemacht hat. Sie erinnern sich sicherlich alle, vor 20 Jahren sprach die ganze Republik von der sogenannten Hattie-Studie. Und ein Hauptergebnis der Hattie-Studie war, Teachers make a difference. Das heißt, hauptsächlich auf die Lehrkraft kommt es an. Es ist gar nicht so entscheidend, ob man jetzt ein dreigliedriges oder ein eingliedriges Schulsystem oder wie auch immer hat. Sagen wir, der stärkste Einzeleinflussfaktor auf die Qualität und auf die Lernergebnisse der Schülerinnen und Schüler war die Lehrkraft, die Performance und die Kompetenz der Lehrkraft. Insbesondere auf der Ebene der Performance konnte nachgewiesen werden, Feedback war besonders wichtig, Instruktionsqualität war besonders wichtig und die Gestaltung der Lernumgebung. Das waren so drei ganz starke Qualitätsmerkmale, die auch sich auf die Lernergebnisse der Schülerinnen und Schüler ausgewirkt haben. Und dahinter steht dann natürlich wieder stehen natürlich Wissen oder professionelle Kompetenz. Dort gab es eine Menge Studien, die sich an Schulmanns Systematik der Wissensbereiche sozusagen angeschlossen haben. Und da konnte gezeigt werden, dass fachdidaktisches Wissen sozusagen einen besonderen Einfluss auf die Prozessqualität und die Prozessqualität dann wiederum auf die Lernergebnisse der Schülerinnen und Schüler hat. Und jetzt stellt sich ja die Frage, gilt das in vergleichbarer Weise auch für pädagogische Fachkräfte? Ja, also make Fachkraft a difference sozusagen, wäre die Frage. Und falls ja, oder um das zu untersuchen, ist es natürlich wichtig, sich einmal Gedanken zu machen, wie sieht es dann eigentlich die professionelle Kompetenz von Fachkräften strukturiert, die möglicherweise dann den Einfluss auf die Prozessqualität und damit auch auf den Lernoutcome oder den Entwicklungsoutcome, Bildungsoutcome der Kinder in den Einrichtungen hat. Dieses Modell ist Ihnen vielleicht geläufig. Das ist von Fröhlich und Fröhlich-Gilthoff, Mendlich-Gesemann und anderen
ja, Mitte der 2010er veröffentlicht worden. Das ist im Prinzip ein Modell, was auch international, würde ich sagen, State of the Art ist. Typisch haben wir hier die Unterscheidung zwischen Performance und Disposition. Die Ebene der Performance beschreibt das tatsächliche Handeln der Fachkräfte in alltäglichen beruflichen Anforderungssituationen. Ja, also das die realisierte Kompetenz, wenn man so möchte. Und die Disposition beschreibt die Voraussetzung für dieses Handeln. Ja, und wenn man sich dieses Modell mal genauer anschaut, dann sieht man, auf der Ebene der Disposition, also auf der Ebene der Voraussetzung, wird zunächst Wissen unterschieden, wissenschaftlich-theoretisches Wissen, aber durchaus auch implizites Erfahrungswissen und eine Motivation, eine Handlungsmotivation, die dann zusammen eine spezifische Situationswahrnehmung und Analyse begründen. Und diese Situationswahrnehmung und Analyse führt dann zusammen mit den Handlungspotenzialen, die wir unten sozusagen links sehen, in Form von Fähigkeiten und Fertigkeiten, zu einer Handlungsplanung und Handlungsbereitschaft, die dann wiederum in ein konkretes Handeln in der Situation mündet. Und da haben wir sogar noch einen Feedback-Loop sozusagen eingearbeitet. Dieses Handeln in der Situation wird dann von der Fachkraft evaluiert. Es wird geschaut, sind die Handlungsziele erreicht worden, sind Probleme aufgetreten und so weiter. Und diese Reflexionsschleife, die im Rahmen dieser Evaluation gemacht wird, die kann wiederum dazu führen, dass das Wissen weiterentwickelt wird und vielleicht auch die Fähigkeiten und die Fertigkeiten weiterentwickelt werden. Und praktisch dahinter als Hintergrundvariable haben wir in diesem Modell die Haltung oder den Habitus, in dem sich dann sozusagen als zweite professionelle Haut sozusagen die Aspekte professioneller Kompetenz niederschlagen. Ja, so, und weshalb ich das Modell auch zeige, ist, oder ich halte das Modell für sehr gut, aber ich komme gleich nochmal auf ein anderes Modell, und das hat folgenden Grund. Die Ebene der Disposition oder der Übergang von der Disposition zur Performance, das stellt aus meiner Sicht eine Sollbruchstelle sozusagen im Bereich der professionellen Kompetenz dar. Das heißt, die große Frage, liegt Wissen sozusagen nur als totes Wissen vor, welches man erzählen kann, über das man debattieren kann, welches man diskutieren kann, ja, wenn man bösartig ist, das vielleicht auch im akademischen Bereich machen könnte. Oder aber gelingt es, dieses Wissen auch auf tatsächliche, konkrete Handlungssituationen zu beziehen, es anzuwenden und fruchtbar zu machen für diese Handlungssituation, um dann auf der Grundlage eine Performance zu begründen, die sozusagen dann wissensbasiert ist. Ja? Oder gibt es da einen Bruch und es gibt sozusagen eine eingeschliffene, routinisierte Performance auf der einen Seite und es gibt sozusagen einen Schatz an Wissen, Dispositionen auf der anderen Seite, die aber nur schwach miteinander verbunden sind. Also gelingt diese Verschränkung. Und diese Problematik wurde von international sehr verbreiteten Modellen, wie jetzt diesem hier von Blömke, Gustafsson und Schelvesen, was eher in der Schulpädagogik benutzt wird oder in der schulbezogenen empirischen Bildungsforschung, wurde das sozusagen noch einmal stark gemacht, indem sozusagen ein eigener Bereich, der zwischen den Dispositionen und zwischen der Performance angesiedelt ist, liegt, der dann als situationsspezifische Fähigkeiten bezeichnet wird. Die Idee dahinter ist, dass sozusagen die Fähigkeit, diese Disposition, also Wissen, Einstellungen, Motivation und so weiter, tatsächlich auch umzumünzen und anzuwenden auf konkrete Handlungssituationen, dass das praktisch eine eigenständige Kompetenzfacette darstellt, die praktisch eine notwendige Bedingung ist, damit die Disposition dann auch bis auf die Ebene der Performance sozusagen durchwandern. Und ich möchte vielleicht mal ganz kurz deutlich machen, wie man das deuten kann. Das ist eine Situation oder ein Screenshot aus einer Situation, die im Rahmen einer Bewegungslandschaft stattgefunden hat, unter der Überschrift Sprachförderung mit Bewegung in einem DATS-Kontext. Und hier haben wir eine Pädagogin, die sich im Raum bewegt hat und in der Bewegung im Raum hat sie ein Mädchen wahrgenommen, was sich in einem Zauberkasten befindet. Also hier rechts sehen Sie ein Loch und eine Hand, die da rausragt. Ja? So, und dann hat sie erstmal eine freischwebende Aufmerksamkeit auf der Ebene der Wahrnehmung gehabt, hat dann gemerkt, dass das Kind sozusagen einen Augenkontakt zu ihr herstellt, ja? und eine bestimmte Gestik-Mimik an den Tag legt. Das hat sie sozusagen wahrgenommen, hat das interpretiert als Interaktionsangebot und hat sich entschieden, sich auf das Kind zuzubewegen und es sich sogar hinzuknien und auf Augenhöhe sozusagen zu begeben. So, und in der Folge
hat die Pädagogin wahrgenommen, dass das Kind gerne ein Spiel oder sozusagen ein Verhaltensangebot macht. Dieses Verhaltensangebot hat sie dann als den Versuch, mit ihr ein Rollenspiel in Form eines Kramerladens zu spielen, interpretiert und hat dann entschieden, sozusagen dieses Spiel mit ihr mitzuspielen. Die nächste Schleife sozusagen von Wahrnehmung, Deutung und Entscheidung. Und dann im Rahmen der Sprachbildung, wenn man so möchte, hat die Pädagogin dann auch mehrere Dinge gemacht, in die diese Schleife sozusagen gut passt oder die sich gut in dieser Schleife beschreiben lassen. Zunächst einmal hat sie wahrgenommen, dass das Kind an einer Stelle Formulierungsschwierigkeiten hatte. Das hat sie dann als Gelegenheit gedeutet zu modellieren, ja, und hat dann entschieden, tatsächlich eine Modellierung vorzunehmen. Es wäre auch möglich gewesen, das wahrzunehmen, es als Gelegenheit zu deuten, sich aber dagegen zu entscheiden und sozusagen den Spielfluss nicht zu gefährden, hat sie aber an der Stelle nicht gemacht. Und an einer weiteren Stelle dieses Falls tritt dann noch ein korrektives Feedback auf, wo man dann auch wieder sagen kann, okay, es ist sozusagen wahrgenommen worden, dass dort eine Fehlstellung sozusagen im Satzbau war. Es wurde als Gelegenheit interpretiert, ein korrektives Feedback mit den förderlichen Auswirkungen auf sozusagen den Spracherwerb des Kindes sozusagen umzusetzen. Und dann wurde die Entscheidung getroffen, das auch zu machen. So, also ich glaube, man sieht, dass es dass an der Stelle sozusagen die Entscheidungsprozesse und die Verbindung von Wahrnehmung und die Deutung und die Entscheidung, dass das natürlich nicht im luftleeren Raum stattfindet, sondern dass das auf der Ebene der Disposition eine Menge Wissen, eine spezifische Einstellung und auch, wenn man so möchte, eine Handlungsmotivation ja erfordert, die dazu führt, dass man so agiert auf der Ebene der situationsspezifischen Fähigkeiten, wie man das getan hat, ja, dass es sozusagen eine ganz starke Verbindung gibt. Ja, und dass das ein eigener Kompetenzbereich ist, sozusagen das Wissen auch tatsächlich auf diese Handlungssituation anzuwenden und dann nochmal ein abgegrenzter Kompetenzbereich, das dann tatsächlich auch nicht nur zu wissen, ja, diese Ebene der situationsspezifischen Fähigkeiten kann man im Prinzip auch handlungsentlastet als Armchair-Pädagogik machen, ja, sondern der nächste Schritt ist dann nicht nur praktisch wahrzunehmen, zu interpretieren und zu entscheiden, sondern dann auch tatsächlich auf der Ebene der Performance zur Umsetzung zu kommen. Und meine Überlegung ist jetzt, dass diese drei Bereiche professioneller Kompetenz oder Facetten professioneller Kompetenz, wenn man so möchte, einen bedeutsamen Einfluss auf die Qualität in Kindertageseinrichtungen haben. Und ich vermute auch einen starken oder zentralen Einfluss auf die Qualität in Kindertageseinrichtungen im Hinblick auf die Begabungsförderung. Ja, weil ja auch dort, wenn das alltagsintegriert stattfinden soll, in alltäglichen Handlungssituationen Gelegenheiten von Förderung oder Unterstützung oder Begleitung wahrgenommen werden müssen. Sie müssen sozusagen auf eine spezifische Art und Weise professionell gedeutet werden. Ja, was bedeutet das? Was für Handlungsanschlüsse ermöglicht das? Und es muss die Entscheidung getroffen werden, es zu tun oder es aber auch vielleicht zu lassen. Ja, man kann ja auch sagen, dass man zwar eine Fördergelegenheit jetzt gerade sieht, aber denkt, da reiße ich das Kind gerade aus einer bedeutsamen anderen Situation oder einem Interaktionszusammenhang mit einem anderen Kind raus. Ja? So. Und ich glaube, in dem Bereich haben wir sozusagen ein hohes schlummerndes Potenzial, sage ich mal, für die Qualitätsentwicklung. So, und an der Stelle möchte ich dann auch gerne überleiten zu Ansatzpunkten für die Weiterentwicklung von Qualität. Sind nicht erschöpfend, muss ich dazu sagen, aber auf der Basis der bisherigen Betrachtung möchte ich gerne drei Stück herausstellen. Das ist einmal die Ebene der Strukturqualität, beispielsweise mit dem Kind-Personalschlüssel. Herr Kloß und ich, wir sind uns ja mehrfach begegnet, als es um das Kita-G ging, wo wir versucht haben, deutlich zu machen, dass sich beim Personal-Kind-Schlüssel um einen bedeutsamen Faktor oder Einflussfaktor auf die Prozessqualität von Einrichtungen handelt. Da sind wir mit einem, nennen wir es mal Achtungserfolg hervorgegangen. Aber das ist natürlich ein Faktor, der ist jetzt über ein Projekt wie das, was wir jetzt hier haben zwischen NIFBO und der Karg-Stiftung Campus Kita, nicht ohne weiteres ansteuerbar. Also wir werden es sicherlich nicht hinbekommen, dass man den Einrichtungen jetzt einfach mal einen besseren Personal-Kind-Schlüssel ermöglicht. Wenn ja, schön. So, aber das ist wahrscheinlich nicht die Stellschraube, an der wir so ohne weiteres drehen können. Woran wir vielleicht schon drehen können, ist einerseits auf der Ebene der Orientierungsqualität. Das sind die differenzierten und lebendigen pädagogischen Konzeptionen von Kindertageseinrichtungen. Ja, das ist eine
an der Stellschraube für die Qualitätsentwicklung allgemein, aber auch spezifisch mit Blick auf Begabungsförderung. Und dann die Professionellen, wie ich gerade versucht habe, deutlich zu machen, die professionellen von Kompetenzen von pädagogischen Fachkräften, ja, auf der Ebene der Disposition, der situationsspezifischen Fähigkeiten, aber auch tatsächlich auf der Ebene der schlussendlichen Performance. Denn da zeigt sich ja abschließend erst die Qualität. Vorher ist ja alles sozusagen in der Fachkraft drin. Ja. Erst über die Performance wird es ja sozusagen zu einem interaktiven Zusammenhang, der dann auch auf die Kinder wirkt. Genau, diese drei Ebenen halte ich auch für bedeutsame Stellschrauben, um die Qualität in Kindertageseinrichtungen zu verbessern und insbesondere auch mit Blick auf die Begabungsförderung. Jetzt möchte ich noch ein wenig näher darauf eingehen, wie man das vielleicht machen kann. Zunächst einmal, wenn man professionelle Kompetenzen fördern möchte, beispielsweise im Kontext der Aus-, Fort- und Weiterbildung, dann halte ich eine Orientierung an konkreten Anforderungen und Handlungssituationen des beruflichen Alltags für unumgänglich. Das liegt allein schon daran, dass professionelle Kompetenzen im Prinzip per Definition ja die Fähigkeiten beschreiben, konkrete berufliche Anforderungen in variablen Situationen zu bewältigen. Ja? Und diese konkreten beruflichen Anforderungen, die begegnen der Fachkraft natürlich in Handlungssituationen. Das heißt, wenn ich professionelle Kompetenzen fördern möchte, dann muss ich eigentlich immer den Bezug zu den konkreten Anforderungssituationen herstellen, sozusagen für die sozusagen die professionellen Kompetenzen ja den Schlüssel darstellen sollen, um die nämlich zu bewältigen. Das ist sozusagen das Erste. Und das Zweite, was ich hier herausstellen möchte, ist das besondere Potenzial von Fallarbeit für die Weiterentwicklung einerseits von Disposition, aber auch von situationsspezifischen Fähigkeiten und Performanzen. Und da werde ich mal eben die drei Ebenen durchgehen und versuchen zu kennzeichnen, was, wie denn dort mit Fallarbeit agiert werden kann. Zunächst einmal auf der Ebene der Disposition, also wenn wir es beispielsweise mit Wissen oder Einstellung zu tun haben, da kann auf eine spezifische Art und Weise mit Fällen aus der Handlungspraxis gearbeitet werden. Grob können da zwei Strategien unterschieden werden. Das ist einmal die sogenannte Example-Rule-Strategie oder aber die Rule-Example-Strategie. Bei der Example-Rule-Strategie werden für konkrete Anforderungen relevante Wissensbestände oder auch relevante Einstellungen aus einem Fall herausgearbeitet. Ja? Das heißt, dass der Fall ist zuerst da und man versucht sozusagen in der Reflexion und der Rekonstruktion des Falles herauszuarbeiten, welches jetzt eigentlich das relevante Wissen oder was könnten die relevanten Einstellungen sein, die sozusagen zur Deutung des Falles, aber vielleicht auch zur Bewältigung des Falles, wenn wir vielleicht erstmal zum besseren Verstehen des Falles hilfreich wären. Das ist sozusagen die erste Strategie. Die zweite Strategie ist genau umgekehrt. Ja? Man kennt sozusagen spezifische Wissensbestände und Einstellungen schon, ja, oder hat sie vielleicht sogar auch schon ein Stück weit, ja, oder man hat die vorhandenen irritiert. Und dann versucht man sie auf Fälle anzuwenden, ja, und die Fälle beispielsweise auf der Grundlage zu rekonstruieren. Ja. Das hat das Ziel, dass auf der einen Seite Wissensbestände beispielsweise erschlossen und auch Einstellungen sozusagen vor Augen geführt, reflektiert, modifiziert werden können. Ja, das aber immer mit Blick auf eine konkrete Anwendungssituation aus der Handlungspraxis. Das heißt, es bleibt dann sozusagen kein Lehrbuchwissen, sondern an der Stelle kann es von den Fachkräften an konkrete Handlungssituationen, an konkrete Konstellationen, wie sie in der Handlungspraxis auftreten können, angebunden werden. Und das halte ich für sozusagen eine wichtige Voraussetzung, dass es dann auch auf die nächsten Ebenen der situationsspezifischen Fähigkeiten und der Performance gehen kann. Fallarbeit auf der Ebene der situationsspezifischen Fähigkeiten kann auch sozusagen, da kann Fallarbeit auch eine wichtige Funktion erfüllen. Hier bevorzuge ich persönlich die Arbeit mit videografischen Fällen. Also es gibt ja auch die Möglichkeit, mit verschriftlichten Fällen zu arbeiten. Aber videografische Fälle haben den großen Vorteil, dass sozusagen ein Stück weit die Komplexität des Handlungsgeschehens abgebildet wird. Und sozusagen der Handlungsfluss in seiner originären Abfolge, in seiner originären zeitlichen Geschwindigkeit und so weiter erhalten bleibt. So, und so kann man relativ alt oder realitätsnah, also vergleichsweise realitätsnah, sozusagen versuchen, Handlungssituationen oder Gelegenheiten zum Handeln wahrzunehmen, zu deuten
und zu entscheiden. Das heißt, man kann dann in der Auswertung auch gut ausgewählter videografischer Fälle von Anforderungssituationen aus der Handlungspraxis, kann man die Wahrnehmungs-, Deutungs- und Entscheidungsfähigkeit schulen. Ja? Und das geht auf unterschiedliche Wege. Zunächst mal als spontane Auswertung, mehr oder weniger in Echtzeit. Man guckt sich einen Fall an, man versucht relativ schnell hinterher wahrzunehmen, zu deuten und zu entscheiden und das vielleicht auch zu artikulieren. Ja, das ist die erste Form. Die zweite Form ist die vertiefte schriftliche Auswertung. Das heißt, man guckt sich den Fall an, nimmt sich hinterher relativ viel Zeit und versucht schriftlich darzulegen, wie man denn, was sozusagen der Fokus der Wahrnehmung war, wie man das deutet und zu welcher Handlungsentscheidung das denn führen sollte oder könnte. Prospektiv oder aber man rekonstruiert, hat bereits einen Fall, wo wahrgenommen, gedeutet und hat und entschieden worden ist und versucht sozusagen herauszuarbeiten, was sozusagen die spezifische Deutung der Fachkraft gewesen ist und was für eine Entscheidung sie getroffen hat und stellt dann vielleicht in Frage, ob auch möglicherweise alternative Deutungen und Entscheidungen oder Wahrnehmungskopie möglich gewesen wären oder vielleicht sogar adäquater gewesen wären, ja? So, das besonders Wertvolle daran ist, glaube ich, auch, dass dann ein Diskurs über den Fall entstehen kann. Wenn man sich vor Augen führt, dass es ja praktisch keine Rezepte gibt, also eine Handlungsstrategie, die immer richtig ist in jedem Kontext, ja, dann erfüllt es sozusagen die wichtige Funktion, dass man versucht, der Struktur des Falles auf die Schliche zu kommen. Das heißt, welche Aspekte sind hier eigentlich relevant? Welche Aspekte sind hier miteinander abzuwägen? Gibt es sozusagen Normenkonkurrenzen? Zwei Sachen, die wünschenswert sind, die man aber nicht gemeinsam haben kann. Ja? Oder aber ein bestimmtes Maß, was man an den Tag legen muss. Ja? Und da kann man versuchen, für sich herauszuarbeiten, wie man eigentlich in diesem Einzelfall hier die Abwägung vornimmt und kann sich spiegeln im Diskurs mit anderen. Und im Gang von Fall zu Fall kann man hoffen, dass hier die Urteilsfähigkeit, die Wahrnehmungs-, Deutungs- und Entscheidungskompetenz halt weiterentwickelt wird. Und das Ganze, wenn man halt auf der Ebene der situationsspezifischen Fähigkeiten sich weiterentwickelt, dann kann auch angenommen werden, dass es auch positive Rückwirkungen auf die Ebene der Disposition hat, das heißt Wissen und Einstellung und auch sozusagen positive Auswirkungen auf die Performance im Sinne von Anbahnung von Performance sozusagen haben kann. Wenn es dann auf die Ebene der Performance selbst geht, dann kommt man nicht mehr sozusagen um die Realisierung eigener Handlungspraxis umhin, weil natürlich das tatsächliche Handeln kann man in letzter Konsequenz erst durch tatsächliches Handeln einüben. Ja? So, dann ist aber der Punkt, dass es wichtig ist, nicht nur zu handeln, sondern das Handeln dann auch auszuwerten und sozusagen eine Reflexion dieser Handlungspraxis vorzunehmen. Und das kann auf unterschiedlichen Wegen passieren. Das kann einerseits durch Hospitationen im Team passieren oder aber durch Expertinnen, beispielsweise im Kontext einer Prozessbegleitung, könnte ich mir das vorstellen. Man könnte aber auch Verfahren der kollegialen Beratung etablieren, ja. Und wenn man es eher wissenschaftlich machen würde, man könnte auch schriftliche Auswertungen der videografisch dokumentierten Fälle aus der eigenen Handlungspraxis vornehmen. Da muss man aber jeweils schauen, ob das unter den Bedingungen der Einrichtung möglich ist. Das heißt, auf diese Art und Weise, zumindest auf die letzten drei, wenn man, na, eigentlich die letzten vier, da hat man eine andere Form der Fallarbeit, nämlich man reflektiert den eigenen Fall, den man selbst produziert, entweder aus der eigenen Erinnerung heraus, gespiegelt durch andere, die hospitiert haben, oder aber mit Blick auf das eigene videografische oder die eigene Handelspraxis, die videografisch dokumentiert worden ist, wo man dann sozusagen nicht nur die Innensicht hat, sondern die spiegeln kann dann noch durch die videografisch eingefangene Außensicht und dann auch einen Reflexionsprozess anstoßen kann, der dann durchaus im Sinne dieses Modells von Fröhlich Gilthoff und nennt ich Gesemann diese Feedbackschleife der Evaluation zurück auf die Ebene der Disposition ermöglicht. Ja, und ich, das habe ich schon erwähnt, kann mir sehr gut vorstellen, dass, sage ich mal, diese Form der Förderung professioneller Kompetenz auf den drei Ebenen der Disposition, der situationsspezifischen Fähigkeit und der Performance auch für den Bereich der Begabungsförderung wichtig ist. Da wird natürlich wieder spannend sein, ob man es schafft, typische Anforderungssituationen auszumachen und dann auch tatsächliche videografische Fälle dazu zu sammeln, aus deren Auswertung man dann halt lernen kann und diese Schritte hier, die ich skizziert habe, tatsächlich gehen kann. Und an der Stelle wird spannend sein, ob es uns gelingt, aus dem Projekt heraus auch das geplante videografische Fallarchiv, was wir im MIFBE gerne aufbauen wollen für den frühpädagogischen Bereich, mit
bestücken können, ja, damit wir dann auch vergleichbare Formen der Fallarbeit halt auch im Rahmen dieses Projektkontextes einsetzen können. Aber das ist nur eine Idee. Das müssen wir schauen, ob das realisierbar ist. So, und jetzt komme ich zum letzten Akt. Dann mache ich hoffentlich eine zeitliche Punktlandung. Der zweite Punkt, den ich nannte, das war die Weiterentwicklung einrichtungsbezogener pädagogischer Konzeptionen. Ich werde Sie nicht überraschen, dass die einrichtungsbezogenen pädagogischen Konzeptionen sozusagen gesetzlich vorgeschrieben sind, nämlich im 8. SGB. Dort heißt es, die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen die Qualität der Förderung in ihren Einrichtungen durch geeignete Maßnahmen sicherstellen und weiterentwickeln. Dazu gehören die Entwicklung und der Einsatz einer pädagogischen Konzeption als Grundlage für die Erfüllung des Förderauftrages sowie der Einsatz von Instrumenten und Verfahren zur Evaluation der Arbeit in den Einrichtungen. Das heißt, jede Einrichtung soll eine Konzeption haben. Wie allerdings Kugel in einer Untersuchung festgestellt hat, 10% haben es offensichtlich nicht. Aber wie das geht, weiß ich jetzt auch nicht. Die Potenziale, die damit verbunden sind, mit so einer einrichtungsbezogenen pädagogischen Konzeption oder der Arbeit an einer einrichtungsbezogenen pädagogischen Konzeption, die sehe ich insbesondere in der Faktum, dass es ein Anlass für den fruchtbaren Diskurs innerhalb des Teams, sowie mit dem Träger, gegebenenfalls auch vertreten gegebenenfalls durch die Fachberatung, darstellt. Dass es die Möglichkeit darstellt, den Teamkonsens hinsichtlich von Zielen, Orientierung und Wegen der Zielerreichung und der Umsetzung, ja, sozusagen zu dokumentieren und dann auf dieser Grundlage eine Evaluation beziehungsweise durchaus auch eine Selbstevaluation vornehmen kann und weitere Maßnahmen der Qualitätsentwicklung und Sicherung vornehmen kann. Und ich glaube, um das zu erreichen, haben wir im Hause des NIFBE ebenfalls etwas im Methodenbaukasten, nämlich die Prozessbegleitung. Ich will mich hier nicht hinstellen und sagen, dass sie nur dafür gut ist. Ich will aber durchaus sagen, dass ich glaube, die Weiterentwicklung von einrichtungsbezogenen pädagogischen Konzeptionen kann sehr gut mit Hilfe von Prozessbegleitung begleitet werden, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Die Prozessbegleitung richtet sich auf die Erarbeitung von Zielen, Lösungen und Handlungsschritten innerhalb eines thematischen Rahmens und das ist jetzt wichtig, durch die Teilnehmerin selbst. Das heißt, man kriegt keine Konzeption vorgesetzt, sondern man schreibt sich selbst die Konzeption und die Arbeit umfasst drei Phasen. Die Einstiegsphase mit der Verständigung über Ziele, Ausgangslage und Bedarfe des Teams, die Arbeitsphase, in dem dann die gemeinsamen gesetzten Ziele erarbeitet werden und die Abschlussphase, wo dann reflektiert wird, wie ob denn die Ziele erreicht werden konnten und was mögliche Anschlüsse sind. Und auch an dieser Stelle kann ich mir wieder sehr gut vorstellen, dass es ein wichtiger Teil des Projektes sein kann oder es wahrscheinlich auch ist, dass die Begabungsförderung als wichtiger Teil der einrichtungsbezogenen Konzeptionen einen wichtigen Teil darstellt. Ich denke, bei allen Einrichtungen, die teilnehmen, wird das wahrscheinlich sogar schon der Fall sein. Aber die systematische Arbeit, sozusagen das zu einem lebenden Dokument zu machen und damit sozusagen die eigene Einrichtungsentwicklung zu begleiten, zu flankieren und zu systematisieren, das halte ich doch auch noch für ein wichtiges Moment der Qualitätsentwicklung, welches ich an der Stelle auch noch empfehlen möchte. So, kommen wir zum Fazit. Ich glaube, man kann aus den Darstellungen, die ich gerade vorgenommen habe, folgende Schlüsse ziehen. Einerseits der Diskurs zur Qualität in Kindertageseinrichtungen ist durchaus kontrovers. Es gibt unterschiedliche Positionen, die sich auch nicht so ohne weiteres vom Tisch wischen lassen, die aber unterschiedliche Stärken und Schwächen haben. So, und dann muss man halt gucken, was ist gerade das Ziel, welcher Zugang ist an der Stelle vorteilhaft. Dann können empirische Studien zur Qualität wichtige Steuerungswissen liefern, bei allen Einschränkungen, die sie haben. Aber sie haben durchaus auch ein gewisses Potenzial, auf Entwicklungsbedarfe hinzuweisen. Dann wird aber auch deutlich, dass es durchaus ein Forschungsdesiderat gibt, nämlich die Berücksichtigung proximaler Variablen, wie beispielsweise professioneller Kompetenzen, ist einfach unterbelichtet. Das müsste zukünftig verstärkt aus meiner Sicht gemacht werden. Professionelle Kompetenzen und einrichtungsbezogene Konzeptionen stellen wichtige Ansatzpunkte für die Qualitätsentwicklung dar. Und kompetenzbezogene Fortbildung und auch einrichtungskonzeptionsbezogene Prozessbegleitung stellen aus meiner Sicht zwei Bausteine eines zirkulären Prozesses der Qualitätsentwicklung dar. Das heißt, diese kompetenzbezogene Fortbildung und die einrichtungskonzeptionsbezogene Prozessbegleitung können durchaus miteinander verschränkt, aufeinander folgend, sozusagen in einem zirkulären Prozess miteinander gedacht werden. Das, denke ich, könnte auch noch ein Learning sozusagen aus den Ausführungen sein,
Und last but not least, ich glaube, das hat der Klaus auch schon betont, wir brauchen weitere empirische Wirkungsforschung bei der Aus-, Fort- und Weiterbildung pädagogischer Fachkräfte. Einmal ganz allgemein, aber durchaus auch spezifisch mit Blick auf die Begabungsförderung. Ja, und dann danke ich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf eine spannende Diskussion. Und Literatur gibt es auch. Ganz herzlichen Dank, Herr Erhorn, für diesen ausführlichen und differenzierten Überblick aus wissenschaftlicher Sicht zum Thema Qualitätsdiskurs. Das Fazit, was ich durchaus daraus ziehe, ist, es gibt nicht die Qualität. Es wird ja oft über Qualität in Kitas gesprochen. Es gibt nicht die Qualität, sondern nur unterschiedliche Zugänge, Positionen, sprich Sichtweisen. Mir fällt ergänzend zu Ihrem Fazit und auch ein bisschen auf den Kommentar, den Frau Feldhus hier uns hingeschrieben hat, fällt mir noch ergänzend die Quarki-Studie von Erich Nettwig-Gesemann, Sie haben sie eben erwähnt, nämlich die Kindersicht. Und zwar vielleicht ist das auch ein bisschen Entlastung für die Kitas im Moment. Also mir fällt ein Zitat von einem Kind ein, das ich einmal vorlesen möchte. Das bin ich, das sind meine Sachen. Das habe ich gemacht. Und diese Dimension, also diese Kindersicht ist, glaube ich, ergänzend sehr wichtig. Diese Dimension, in der das Zitat begründet ist, ist die Dimension, sich als individuelle Persönlichkeit wertgeschätzt fühlen und sichtbar sein. Und das ist, glaube ich, auch was für die Förderung, um den Bogen auch zur Begabungsförderung nochmal zu schlagen, eine wichtige Quelle, auf die wir uns im Qualitätsdiskurs mit beziehen können.